Was geht ab, meine Seefighter, Ozan hier und mit schönen News, beziehungsweise um es richtig zu sagen, mit einem schönen Teaser für Dragon Ball Legends, denn in der letzten Zeit wird ja häufig diskutiert, beziehungsweise spekuliert, kommt Gogeta und Janemba für Dragon Ball Legends. Warum kommt man denn darauf, wozu kam oder woher kamen diese ganzen Spekulationen und Diskussionen? Das kommt nämlich daher, weil in den USA am 3. und 5. November, also dann sollte das bei unserer Zeit sein, 4. und 6. November. Anyway, Anfang November kommt auf jeden Fall, da werden die Filme von Bardock und Fusion Reborn, also Gogeta, in den Kinoseen neu ausgestrahlt in HD, quasi ein Remake. Und deswegen diskutiert man da, oder um es besser zu sagen, spekuliert man da, dass für Dragon Ball Legends Gogeta und Janemba kommen werden. Ihr merkt schon, das ist etwas, was nicht ganz so handfest ist, es ist eine reine Spekulation, weil eben ein Event stattfindet. Was wir aber heute bekommen haben, ist schon ein wirklich netter Teaser in-game. Warum? Denn seit Tagen läuft nämlich auf den Social Media Kanälen von Dragon Ball Legends, sei es auf Facebook für Global oder auf Twitter für JP, eine Kampagne, also eine Social Media Kampagne. Da müssen wir, da bekommen wir jeden Tag bekommen wir ein Video, wie zum Beispiel das hier von Tag 1. Wenn das, ja, das ist von Tag 1. Und zwar wird ihr quasi gezeigt, Charlotte hat eine neue Ulti gelernt und wir müssen dahin schreiben, von wem ist die Ulti, müssen das Ganze liken, tweeten etc. Wenn wir eine bestimmte Anzahl erreichen und die richtige Antwort bekommen, dann bekommen wir diese 30% Sparking Summon Tickets. Und von Tag 1 seht ihr schon, das war die Ulti von Nappa. Nun, warum kann Charlotte auf einmal eine andere Ulti? Wir wissen ja, wir werden morgen zum großen Update in der Lage sein, Charlotte neue Ultis beibringen zu können. Das haben wir schon diskutiert in den V-Jump Leaks. Das wird dann quasi morgen zum großen Update kommen und im morgigen Video werden wir das auch behandeln. Anyway, dann ging das eben so weiter, das war quasi von Nappa. Dann haben wir auch gesagt, okay, das stimmt, das war von Nappa. Tag 2 kam ein anderer, da kam eine andere Ulti. Hier an der Stelle sollten wir dann schreiben, von wem ist diese Ulti, von wem hat Charlotte das gelernt, das war von Frost etc. und so weiter und so fort. Und jetzt kam zum letzten Tag der Burner. Zum letzten Tag kam folgende Ulti, Freunde. Und zwar, wo hier. By the way, hier, das ist der Teaser, beziehungsweise das ist das Poster zum Bild. Hier, 3. 5. November in den USA kommt das Ganze online. Das wurde auch zwar in den Dokkan Battle Kanal online gestellt von auf Facebook, offiziellen Dokkan Battle Kanal, aber ich würde für Dokkan Battle nicht allzu viel rausspekulieren. Krank wäre, wenn die einen Easy A für Gogeta raushauen, weil das Thema wäre, oder für Janemba, aber das ist wirklich reine Spekulation, ihr merkt es. Aber wie gesagt, in Legends haben wir jetzt folgendes Video bekommen für heute. So, hier ist die Ulti, Freunde. Ganz klar, das ist verdammt nochmal die Ulti. Das ist der Soul Punisher von Gogeta, Freunde. Und deswegen können wir ab heute sagen, Gogeta wird früher oder später in Dragon Ball Legends erscheinen. Warum können wir das sagen, Ozaru? Weil Charlotte kann diese Angriffe, die Ultis, nur erlernen, wenn der Charakter, von dem er es erlernt. Beispielsweise nehmen wir mal den roten Super Saiyan Goku. Wenn er mit euch eine maximale Freundschaft hat, beziehungsweise einen bestimmten Freundschaftslevel erreicht, sodass dann bei seiner Ulti steht, lehrbar. Wenn das dran steht, dann kann man das in Zukunft, ab morgen sollte das der Fall sein, Charlotte beibringen. Und das wiederum heißt, damit Charlotte den Soul Punisher von Gogeta früher oder später erlernen kann, muss Gogeta im Spiel sein. Also hiermit haben wir wirklich einen sehr schönen Teaser. Gogeta sollte früh oder später für Dragon Ball Legends kommen. Wann genau, wissen wir nicht. Es wird eben angepeilt Anfang November. Ich will damit euch nicht sagen, er kommt genau dann und dann, sondern ich will euch damit sagen, früher oder später kommt auf jeden Fall Gogeta. Und ich denke, eher früher als später. Deswegen würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall seine Kristalle zu sparen, wenn ihr bei Gogeta summon werdet oder summon wollt, weil das wird auf jeden Fall was Großes. Es kommt zwar zum Beispiel jetzt auch das nächste Ultra Space Time Summon mit Super Saiyan Gotenks, aber ich würde da kein Problem sehen, dass man auch Gogeta raushauen könnte, weil das eine ist ein Ultra Space Time Summon, das wird wahrscheinlich eine Woche oder so zuvor online sein, ein, zwei Wochen und dann kommt Gogeta, vielleicht mit Janemba, aber Ingame Teaser, das ist ein Ingame Teaser für Gogeta, haben wir auf jeden Fall schon mal, Freunde. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr davon? Seid ihr gespannt auf Gogeta? Könnt ihr es kaum erwarten? Und ja, lasst mich wieder alles in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Ganze wieder hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.